IMC bringt menschliche Truppen nicht mehr schnell genug ins Grenzland, um uns zu besiegen. Allerdings haben sie noch jede Menge Spectres. Und dagegen müssen wir was tun. Das ist ein Hardpoint-Einsatz. Wenn wir die Hardpoints nehmen, kontrollieren sie die Anlage und verhindern, dass die IMC die Spectres hier aktiviert. Im Anschluss daran werde ich die Dinger sprengen und die ganze Anlage zerstören. Zwei verstanden! Anschließend! Warnung! Drei unbewusste Netzwerkterminals entdeckt. Hardware-Posit, Milit Typ 4. Informiere Sicherheitspersonal und stoppe die Produktion. Hardpoint Alpha auf 12 Uhr. Finde das Terminal in dem Gebäude. Muss nah ran, damit ich es hacken kann. Neutralisiere jetzt alle feindlichen Spectres. Moment. Privaten IMC-Kanal. Warum das denn, Commander? Warum ich das will oder warum ich es Ihnen sage? Sowohl als auch, denke ich. Ich will es, weil es auf deren Seite nicht mehr viele Menschen gibt. Und ich sage es Ihnen, damit Sie nicht misstrauisch werden. Alles klar. Ich besorge Ihnen eine freie Leitung. Nummer 2. Der Titan ist Dumpster. Sag einfach Bescheid. Hardpoint neutralisiert. Ich greife jetzt auf Spectre aufrechnen. Reinitialisierung bei 25%. Produktion sofort. Liz, hier ist Grace. Können Sie mich hören? Was wollen Sie? Ich will den Krieg beenden. Echt? Dann kämpfen Sie, Hertha. Vielleicht klappt es dann. Wenn Sie alle Gegner töten, wird der Krieg schnell vorbei sein. Ganz gut, aber die IMC ist gleich im Vorteil. Noch haben wir Zeit, Ihnen zu zeigen, wer hier der Boss ist. Wer von uns der Bessere ist? Kein Mensch ist besser als der andere.
Falsch. Töten Sie mich, sind Sie besser. Töte ich Sie, bin ich besser. Boss, wir werden diesen Kampf verlieren, wenn du nicht einen Gang zulegst. Nähert sich dem Hardpoint. Schlechte Karte. Hier ist einem Gebäude. Nicht vernünftig reden, Graves. Ich war einer von ihnen. Den Versuch war es wert. Ich wiederhole. Selbstzerstörung aller inaktiven Spectre-Einheiten aktiviert. Äußerste Vorsicht. Das ist nicht das Ende des Krieges. Bei weitem nicht. Nein, nur die erste Schlacht von vielen. Aber zum ersten Mal besteht Hoffnung auf den Sieg. Hier spricht James McAllen. Wenn ihr das hört, bin ich bereits tot. Das Grenzland gehört uns. Und jetzt wendet sich das Blatt. Jeden Tag werden weitere IMC-Garnisonen fallen. Sie erhalten keinerlei Verstärkung mehr. Man darf die IMC zwar nicht gänzlich abschreiben, aber unsere Sache wird von Tag zu Tag stärker. Das ist unser Land und wir werden darum kämpfen.